Guck mal, in diesem wunderschönen Wald habe ich geschlafen. Sehr schön hier. Und ich finde, das hat schon so einen mediterranen Touch durch diese Felsen, aber trotzdem so von den Bäumen her ist ähnlich wie bei uns. Hier waren wir übrigens gestern Abend essen. Mmm, lecker. Nämlich ganz genau da. Mitten durch die Walachei. Die ganze Zeit. Das ist ein Roadtrip. Hier kommt richtig Roadtrip-Feeling auf. Erstmal eine Pommes-Schranke gegönnt. Sieht schon ganz schön geil aus. Und ich habe einen neuen Selfie-Stick mir gegönnt. Der ist auch echt baba. Alter, sieht das paradiesisch aus. Oh, Junge. Ich habe mich extra nach ganz vorne in dem Boot hier gesetzt. Auf dem es jetzt zur anderen Seite geht, da geht es dann glaube ich erst richtig los, damit ihr den schönen Blick hier genießen könnt. Das sieht schon echt mega hammer aus, oder? So an sich erinnert der Park auf jeden Fall auch an den Nationalpark von Kyrka. Das war der absolute Hammer. Da habe ich mich gefühlt wie in dem Film Avatar. Alter, aber hier auch. Das ist nicht großartig anders. Also anders, aber ähnlich. Boah, ist das geil. Das ist wirklich geil. Boah, ist das klar, das Wasser. Das ist unglaublich. Das erlebst du nicht alle Tage hier. Krasser Scheiß, wirklich. Ah, unglaublich, unglaublich krass. Hat sich jetzt schon gelohnt, das Geld. 300 Kuna. Umgerechnet so 40 Euro. Plus parken. Aber scheißegal. Shish. Ich folge jetzt einfach mal einer anderen Route. Ich soll eigentlich der Route H folgen, um wieder zurückzufinden. Und den Park einmal zu umrunden. Aber ich fand es hier so schön. Ich will jetzt einfach mal hier so ein bisschen in den Wald rein. Oh, herrlich. Wow, was für ein Vibe. Ich gehe jetzt doch wieder zurück zu diesem Boot. Da geht es nämlich weiter. Ich glaube, da könnte ich der empfohlenen Route folgen, weil mir ist aufgefallen, wir haben schon 3:30 und der Park macht um 20 Uhr zu. Das heißt, wir sollten uns ein bisschen sputen. Und der hat schon 2 Stunden länger auf, als eigentlich im Internet stand. Also richtig geil auf jeden Fall. Wir hätten auch theoretisch später reingehen können. Um 16 Uhr, dann wäre es 100 Kuna und so 12 Euro. Wäre es 100 Kuna günstiger gewesen, aber scheißegal. Ich wollte jetzt lieber ein bisschen mehr hier Zeit verbringen. Und hier hat man nochmal einen richtig geilen Blick. Ich bin mit dem Boot hier nochmal rübergefahren. Ich bin jetzt doch wieder der Route gefolgt. Allerdings habe ich einen Point übersprungen. Aber das ist kein Problem. Den versuche ich auch noch mitzumachen. Also es geht auf jeden Fall. Ich habe gefragt. Wow, oder? Richtig wow. Guck mal, wie weit das da reingeht. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das ist eine richtige Grotte. Oh, krass. Alter. Heftig, oder? Der größte Wasserfall Kroatiens, ich glaube circa 70 Meter habe ich gelesen. Ich habe mich vertan, ich glaube das ist er. Ja, und da haben wir halt posierend auf einem Stein. Wow, den nice Blick wollte ich euch auf jeden Fall auch nicht vorenthalten.
Wenn ich was besonders Schönes filme, beziehungsweise irgendwas von der Natur, dann nimmt mal einen tiefen, achtsamen Atemzug, also durch die Nase ein, durch den Mund aus, dann könnt ihr das, was ich euch zeige, viel besser genießen und euch viel mehr in den Moment holen. Kleiner Tipp, auch generell, wenn ihr irgendwo in der Natur seid oder irgendwas genießen wollt, aber nicht könnt, probiert das mal aus. Können wir gerne mal zusammen machen hier. Also 4 Sekunden ein. Acht aus. Und nach dem bewussten Atemzug natürlich ganz normal weiter atmen. Los geht die Schnitzeljagd. Nein, ich will euch ja auch ein bisschen einbinden, was wir jetzt hier machen. Wir sind jetzt P3. P3 ist darunter, ja genau. Da hoch, keine Ahnung. Ach so, okay, dann geht's dahin. Ja, wunderbar, genau, da will ich auch hin. So, und dann möchte ich mit dem Bus bis hierhin zurückfahren und dann mit noch einem Bus bis dahin, dann hier runterlaufen, dann mit dem Boot wieder rüber und dann zurück zum Parkplatz. Und vielleicht noch was essen zwischendurch. Ich habe, seitdem ich Hunger habe, keine Fressbude mehr gesehen. Und hier gibt's echt viele. Essen oder weiter, essen oder weiter, essen oder weiter. Weiter natürlich. Wir wollen doch hier alles entdeckt haben. Da gibt's bestimmt auch irgendwas zu essen an dieser anderen Station. Und wieder der achtsame Atemzug. Und dann einfach mal wahrnehmen. Nur wahrnehmen. Ohne zu bewerten. Ab geht die Luzi. Was für eine wilde Fahrt. Oh, das sind ja bestimmt 3 km/h, Alter. Wuhu! Wird schon richtig schlecht. Boah, Alter, drück mal auf die Bremse, Bruder. Schön. Fast keiner mehr da. Die meisten Besucher sind schon weg. Und dieser Steg, der erinnert mich echt an den Nationalpark Kürka. Richtig nice, alleine hier, Mann. Mit euch natürlich. Und den Fischen. Auch nice. Durch was für einen kleinen Spalt hier ein Großteil des Wassers abläuft. Und alles für uns alleine. Unfassbar. Mega. Atemberaubend schön. Boah, diese scheiß Wespe. Jalla, verpiss dich. Ich will mein Baguette hier wahrscheinlich haben, was ich mir gegönnt habe. Take a deep breath and enjoy. Hier geht dann bisschen weiter. Kurva, das Kabel ist hier nicht so lang. Ich lade gerade ein bisschen, weil ich habe kaum Akku. Ja, ich wollte mal sagen, lasst mir gerne ein Like da, ein Abo, die Glocke.
Wäre cool, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich habe ein bisschen Zeitstruggle, aber ich glaube, ich habe richtig Bock, noch den Rest zu sehen. Dann haben wir nämlich einmal die ganzen Seen umrundet. Deswegen gehen wir links. Sonst geht es hier wieder hoch zu dem Bus. Wir wollen aber mit dem letzten Boot fahren. Und das geht in einer Dreiviertelstunde. Nicht mal, glaube ich. Aber egal. Im schlimmsten Fall müssen wir alles zurücklaufen. Das sind, glaube ich, so, ich glaube, so ganz grob geschätzt 10 Kilometer oder so. Also ist ja jetzt nicht so viel, aber dafür, dass wir heute hier auch schon einiges geballert haben. Ich laufe durchschnittlich übrigens über 20.000 Schritte am Tag momentan. Das sagt mir meine Schrittzähler-App. Das ist krass. Genießt noch mal die letzten Impressionen. Ich muss mich jetzt echt dran halten. Ich muss nicht, aber ich will auch. Weil ich will wirklich das letzte Boot bekommen. Ja, genießen das hier noch mal kurz. Ich bin gerade mega am Rennen, aber das muss kurz sein. Willkommen im Paradies. Waterfall Paradise. Wow. Ich habe noch 11 Minuten in 20. 20 soll es dauern, schaffen wir. Scheißegal. Gut. Jalla. Wir hätten uns gar nicht so beeilen brauchen. Ich habe es tatsächlich geschafft vor Viertel vor. 3-4 Minuten vorher war ich hier und dabei fährt das letzte Boot um 20 Uhr. Leute, das war die schwierigste Parkplatzsuche meines Lebens mit Park 4 Night. Ich habe bestimmt 5 oder 6 Parkplätze angefahren und die waren alle scheiße. Jetzt war ich hier bei einem Restaurant. Da stand bei Park 4 Night, dass wenn man mit der Besitzerin spricht, dass sie das einem kostenlos erlaubt. Und das habe ich auch gemacht. Und ja, die waren richtig korrekt. Völlig umsonst und richtig geil. Und ich soll mich besser da unten hinstellen, da ist leiser. Oh, ein Glück. Ah, schade, man kann es echt überhaupt nicht sehen. Hier ist der vielleicht krasseste Sternenhimmel, den ich ever gesehen habe. Hier sind so viele Sterne, so unglaublich viele. Das ist echt Wahnsinn. Nach einer kalten Dose Ravioli geht's jetzt ins Bett. War auch meine letzte. Hier ist es recht laut, vor allem die Straße, aber auch die Lüftung von dem Hotel. Restaurant. Ich war eben schon mal hier bei der Parkplatzsuche, aber da dachte ich mir, scheiße, ist ja echt viel zu laut. Aber jetzt habe ich mich schlussendlich dann doch hier hingestellt, weil die anderen Parkplätze noch schlimmer waren. Ist hier in der Nähe irgendwie nichts Vernünftiges und jetzt muss ich da halt durch. Gute Nacht.